Wir haben ja einige Bankenpleiten zuletzt in den USA erlebt, insbesondere die Silicon Valley Bank. Die Muttergesellschaft SVB Financial stand da im Fokus und das hat natürlich auch für Marktverwerfungen gesorgt und über die möchte ich heute ein bisschen aufklären. Generell habe ich das natürlich auch in meinem Podcast engmaschig verfolgt. Zunächst einmal, was ist genau passiert? Wir hatten zuletzt Bankruns. Das bedeutet, Kunden laufen zur Bank und heben in größerem Ausmaß ihr Geld dort ab. Das gab es in der Vergangenheit auch schon im Zuge der Finanzkrise, beispielsweise Northern Rock in Großbritannien, eine Immobilienbank, wenn man so will, die damals ebenfalls durch einen Bankrun ja im Prinzip in die Pleite getrieben wurde. Und vorweg muss man ganz klar sagen, egal welche Bank man auch nimmt, mit einem veritablen Bankrun kann man im Prinzip jede Bank dieser Welt in die Pleite reiten, wenn man so will. Denn wir haben eben ein Mindestreservesystem und dementsprechend halten die Banken immer nur eine gewisse Mindestreserve an, wenn man so will, Cash vor und arbeiten ansonsten mit dem Geld ihrer Kunden. Also die Kundeneinlagen sind bei Banken nie zu 100% hinterlegt oder gedeckt, wenn man es denn so ausdrücken möchte. Und man muss auch sagen, wenn eine Bank das anders machen würde, dann wäre das zwar schön und als Kunde würde man vielleicht dann bevorzugt zu dieser Bank gehen müssen. Das Problem ist aber, die Banken müssen irgendwie Geld verdienen und eine Bank, die eben nicht mit dem Geld der Kunden arbeitet, hat keine Einnahmen. Insofern würde sie nicht allzu lange überleben und müsste dann auch den Betrieb einstellen. Also das muss man sich schon ganz klar machen. Das ist ein Problem des heutigen Finanzsystems und wenn man das nicht möchte, muss man im Prinzip das Finanzsystem ändern. Ich hoffe ja sehr, dass wir in Zukunft ein neues Finanzsystem bekommen werden, nämlich Decentralized Finance aus dem Kryptobereich. Allerdings muss man auch sagen, das steckt aktuell noch in den Kinderschuhen. Da gibt es auch noch sehr viele Bugs, Exploits meistens genannt. Und dementsprechend ist das aktuell auch noch gar nicht reif, dafür, hier quasi das neue System zu sein. Das kann aber in 5 oder 10 oder vielleicht dauert es auch 15 Jahren anders aussehen. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit der Entwicklung des Internets. Als die E-Mail neu war, dachten auch viele, ja, ist zwar schön und praktisch, aber brauche ich das wirklich? Und heutzutage, ja, werden deutlich weniger Briefe verschickt, weil eben sehr viel elektronisch geht. Ein weiteres Beispiel wäre das Videostreaming. Als das Internet Ende der 1990er Jahre sich durchgesetzt hat, so zum Massenphänomen wurde, da wäre eben ein Dienst wie Netflix noch nicht möglich gewesen, weil die Bandbreiten gefehlt haben. Da hätte ein Film, wenn man den gestreamt hätte, ewig gehangen und geruckelt. Und das hat sich dann aber lösen lassen mit der Zeit, diese Probleme. Und heute kämpft das lineare Fernsehen eben gegen diese ganzen Video-Streaming-Dienst. Also insofern, Decentralized Finance kann die Zukunft sein. Ob es die Zukunft sein wird, müssen wir sehen. Das kann Ihnen niemand komplett vorhersagen oder es wäre unseriös, das zu tun. Es kann aber die Zukunft sein und Fakt ist, es ist wie gesagt möglich, aber aktuell steckt das noch in den Kinderschuhen und derzeit, ja, wollte ich auch nicht unbedingt, dass unser derzeitiges Finanzsystem bei allen Schwächen schon durch dieses im Kryptobereich entstandene System ersetzt wird, weil wie gesagt, es da eben noch zu viele Kinderkrankheiten, zu viele Fehler gibt. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, nämlich den Banken. Also grundsätzlich, wie gesagt, arbeitet jede Bank mit dem Geld der Kunden, betreibt sogenannte Fristentransformation, sprich, sie nehmen Kundenanlagen an, die eigentlich täglich verfügbar sein sollen und ja, Sichteinlagen nennt man das Ganze und arbeiten dann mit dem Geld, indem sie es in andere Dinge investieren und dort natürlich höhere Zinsen vereinnahmen und den Kunden dann ja zuletzt eigentlich quasi gar keine Zinsen bezahlen mussten und diese Differenz der Zinssätze, das ist dann ein großer Teil der Gewinne der entsprechenden Banken. Es gibt natürlich anderes Bankgeschäft, Investmentbanking, das ist dann Beratung auch sehr viel, aber das lassen wir hier mal weg, weil das dann doch spezielle Banken sind, die in dem Bereich tätig sind. Das klassische Bankgeschäft ist, wie gesagt, ein anderes. So, und was haben wir jetzt in den letzten Jahren gesehen? Zunächst hatten wir die Federal Reserve oder auch andere Notenbanken, aber ich beziehe mich jetzt in erster Linie auf den amerikanischen Markt, weil diese Krise ja in den USA stattgefunden hat oder stattfindet und die hat quantitativ Easing betrieben und das war im Prinzip, die Notenbank hat Anleihen gekauft, um so Geld in die Märkte zu pumpen, um insbesondere die Aktienmärkte im Zuge der Corona-Pandemie zu stützen. Ja, da hat sie eben im Prinzip Anleihen aufgekauft. Das heißt, jede Bank, die Anleihen hatte, konnte sich sicher sein, wenn sie Geld braucht, kann sie die über kurz oder lang sofort an die Federal Reserve verkaufen, hat dann Cash und kann die Kunden eben
dementsprechend auszahlen. Deswegen und weil Staatsanleihen zudem US-Staatsanleihen mit AAA, also quasi komplett ausfallsicher, geratet werden, haben viele Banken dann gesagt, okay, wir nehmen diese Kundeneinlagen, wir zahlen den Kunden ja im Prinzip derzeit keine Zinsen, Nullzinsen, teilweise in Europa ja sogar Negativzinsen, und investieren dieses Geld in US-Staatsanleihen, die als ausfallsicher gelten, mit einer Laufzeit von teilweise 10 Jahren. Und da hat man dann 1 bis 1,5% Zinsen vereinnahmt. Das ist nicht viel, aber wenn man eben mehrere Milliarden, zweistellige Milliardenbeträge auch mit 1,5% nur verzinst, kommt eben doch schon einiges zusammen. Und es ist ja auch sicheres Geld, wenn man so will. Also es gibt ja da keine großen Probleme. Hinzu kommt, die Regulierung hat gesagt, okay, US-Staatsanleihen sind ja ausfallsicher, der amerikanische Staat bedient die letztendlich immer und dementsprechend dürft ihr die auch speziell in euren Bilanzen verbuchen, denn zwar werden diese Anleihen täglich am Anleihemarkt gehandelt und unterliegen dementsprechend Kursschwankungen. Konkret ist es so, wenn die Renditen nach oben gehen, dann gehen die Anleihekurse nach unten, aber diese Kursschwankungen, die müsst ihr nicht in euren Bilanzen ausweisen, weil ihr wollt die ja bis zum Laufzeitende halten und am Laufzeitende bekommt ihr auf jeden Fall den Einsatz plus die zwischenzeitlichen Zinszahlungen, ja die Coupons zurück. Und deswegen ist das kein Problem. Jetzt ist es aber so, dass eben durch den Bankrun die Kunden ihr Geld sofort zurückhaben wollten und das in großen Mengen. Und diese Mengen an Kapital wurden eben nicht vorgehalten und deswegen mussten jetzt einige Banken, namentlich die Silicon Valley Bank, SVB Financial oder eben Silvergate, auf diese Anleihen zurückgreifen, mussten sie am Markt verkaufen und mussten damit dann die Verluste doch realisieren, die sie aber eigentlich in der Bilanz gar nicht ausgewiesen hatten. Und dadurch kam es dann eben zu großen Verlusten, weil eben die Federal Reserve ja die Zinsen erhöht hat, die Renditen der Anleihen also gestiegen waren und die Kurse der Anleihen dementsprechend aktuell niedrig waren. Man hat also das Problem gehabt, man brauchte jetzt dringend Liquidität, dringend Geld und musste die Anleihen, die man eigentlich bis zum Laufzeitende halten wollte, in einer im Prinzip für Anleihen schlechten Marktsituation verkaufen. Und das hat dann eben der ein oder anderen Bank das Genick gebrochen, warum die Signature Bank, die bisher so etwas noch gar nicht gemeldet hatte, auch geschlossen wurde, entzieht sich bisher noch meiner Kenntnis. Kann natürlich sein, dass die das einfach bisher noch nicht öffentlich gemacht hatten, aber es kann natürlich auch sein, dass die US-Behörden dem Kryptosektor so ein bisschen schaden wollten und Signature war neben Silvergate, die es ja zuvor sowieso erwischt hatte, ja, das waren die zwei größten Banken, die den Kryptosektor an das traditionelle Finanzsystem angebunden haben und das ist dann dementsprechend jetzt so ein bisschen diese Connection verloren gegangen. Aber das ist an dieser Stelle ein anderes Thema. Auf Signature kann ich an dieser Stelle auch nicht näher eingehen. Wie gesagt, da ist bisher gar nichts bekannt und da weiß man auch nicht, was genau passiert ist. Fakt ist, dass nun mehrere Banken zu kippen drohten. Neben denen, die schon gekippt sind, auch erst einmal kleinere sogenannte Regionalbanken, wie beispielsweise First Republic und andere, wo es jetzt auch zuletzt starke Kursschwankungen gab. Aber es drohte sich durchaus, wenn das Ganze jetzt noch weitergelaufen wäre, auf größere Banken dann auszudehnen. Denn beispielsweise hat die Bank of America teilweise schon über 40% ihres haftenden Eigenkapitals verloren, was sie nur offiziell eben aufgrund der Regulierung nicht ausweisen musste. Wenn man jetzt sagt, diese Bankenkrise ist von schlechten Bankmanagern verursacht worden wieder einmal und auf Bankster schimpft, dann ist das in dem Fall allerdings nur ein Teil der Wahrheit. Also generell ist natürlich klar, die Manager haben nicht gut gehandelt, nicht gut in dem Sinne, dass sie die Risiken und alles gemanagt hätten, sonst hätte das nicht passieren können. Aber sie wurden auch zunächst von der Fed durch Quantitative Easing eben in diese Anleihen hineingetrieben, weil die waren ja lange Zeit wirklich absolut sicher. Sie sind zudem von den Ratingagenturen mit AAA geratet, also gelten auch aus dieser Hinsicht als ausfallsicher. Und hinzu kam eben diese besondere Regulierung, dass wenn man angegeben hat, ich möchte diese Anleihen bis zum Laufzeitende, Englisch Held to Maturity, halten, mussten eben zwischenzeitliche Kursverluste, die eintreten konnten, nicht ausgewiesen werden. Also insofern, man hat im Prinzip alles dafür getan, dass Banken auch bevorzugt in Anleihen hineingehen und das ist natürlich aus politischer Sicht auch durchaus wünschenswert, denn Politiker haben ja viele verrückte Ideen, die natürlich Geld kosten, die finanziert werden müssen. Und wenn das eben der Fall ist, dann muss man ganz klar sagen, dann muss das Geld irgendwo herkommen. Und das besorgt sich der Staat in erster Linie
über Anleihen. Und wenn man natürlich dann dafür sorgt, dass die besonders gut gestellt sind, beispielsweise in der Bilanzierung, dann ist es natürlich leichter, hier Anleger, in dem Fall Banken, zu finden, die eben Anleihen kaufen und damit dieses Geld für irgendwelche verrückten Sachen, sei es der Irakkrieg damals, zu finanzieren. Ja, letzten Endes haben wir aber in dem Sinne keine Wiederholung der Finanzkrise, weil in der Finanzkrise war es wirklich so, die Banken hatten sich verzockt, sie haben Immobilienkredite vergeben für völlig absurde Dinge. Teilweise waren da Hundehütten mit 1 Million und mehr beliehen. Da wurde einfach nicht richtig hingeschaut, da war wirklich Gier im Spiel. Man kann jetzt nicht sagen, dass es diesmal keine Gier war, denn natürlich hat man gesagt, okay, bei 10 Jahre laufenden US-Staatsanleihen, dann bekommen wir 1 bis 1,5% und wir zahlen nur 0, also verdienen wir Geld, klar. Aber letztendlich muss ja eine Bank auch irgendwie Geld verdienen. Und insofern, klar, die Bankmanager haben Fehler gemacht, das kann man auch gar nicht vom Tisch wischen. Aber jetzt hier wieder auf Bankster zu schimpfen und zu sagen, ja, die Banken sind alles schuld, das ist aus meiner Sicht zu kurz gesprungen. Es ist hier einfach ein Fehler im Finanzsystem, wenn man so will, dass eben die Banken nicht mehr Einlagen vorhalten müssen, dass die solche Dinge überhaupt machen können. Und auf der anderen Seite natürlich dann sowohl zunächst die Fed, auch wenn das schon jetzt länger her ist, die haben ja mittlerweile von Quantitative Easing auf Quantitative Tightening umgestellt. Und eben insbesondere die Bilanzierungsvorschriften, die hier das eigentliche Problem darstellten und immer noch darstellen. Ja, was wurde jetzt getan? Man hat jetzt so ein Bank-Term Funding Program von Seiten der Fed aufgeliehen, BTFP abgekürzt. Also das erinnert auch so ein bisschen an Buy the Fucking Dip. Da müsste man nur das P durch ein D ersetzen. Und damit können jetzt die Banken die Liquidität brauchen. Die müssen diese Anleihen jetzt nicht auf dem Markt mit horrenden Verlusten verkaufen, sondern sie können die jetzt bei der Federal Reserve hinterlegen und bekommen dann für ein Jahr immerhin Kredite, und zwar Kredite in Höhe des Nominalwertes. Das heißt, diese Abschläge, die es am Markt derzeit gibt, die ignoriert die Fed und sagt, okay, die werden behandelt wie zum Laufzeitende, als wären sie aktuell genau das wert. Das hat natürlich zunächst einmal das Ganze beruhigt und ist tendenziell auch dazu geeignet, die Situation weiter zu beruhigen. Das Problem ist nur, dieses Programm ist zunächst einmal auf ein Jahr befristet. Und das würde jetzt natürlich dazu führen, dass wir in den USA ein stark zweigeteiltes Banksystem bekommen. Denn wir haben einerseits die kleineren, insbesondere regionalen Banken, wo wir jetzt wissen, okay, für ein Jahr ist da alles abgesichert, zumal der Staat zusätzlich auch noch die Einlagen garantiert, wenn denn tatsächlich noch was anbrennen sollte. Und wir haben die Großbanken wie JP Morgan und wie sie alle heißen, die grundsätzlich natürlich besser dastehen. Selbst die Bank of America, die große Verluste hat, ist ja noch weit davon entfernt, komplett zu kippen. Und das ist natürlich hier ein Vorteil. Und zum anderen weiß man natürlich, diese Großbanken, die sind eben nach wie vor too big to fail. Das heißt, zu groß, um sie einfach pleite gehen lassen zu können. Und so wie man jetzt von staatlicher Seite aus verweigert hat, diese kleinen Regionalbanken zu retten, so wird man allerdings, wenn eine Bank of America oder JP Morgan in Schieflage gerät, natürlich nicht umhinkommen, die dann doch staatlich und letztendlich mit Steuergeld zu retten. Insofern muss man sagen, die Politik in den USA, das ist wieder mal so typisch, gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Auf der einen Seite hat man gesagt, okay, wir wollen Banken nicht mehr retten, wir wollen kein Steuergeld mehr dafür einsetzen, wir haben neue Regeln geschaffen, das ist auch alles gut und schön. Nur letztlich hat man auch gerade von Seiten der eher linksorientierten Biden-Administration immer versprochen, man kümmert sich eher um die Kleinen und will die Großindustrie schröpfen. Und mit dieser Rettung sorgt man nun dafür, dass die Kunden dieser ganzen kleinen Regionalbanken im Prinzip in die Arme der Großen wie JP Morgan getrieben werden. Und man hat das in den letzten Tagen in den USA schon gesehen. Viele, die zuvor bei der Silicon Valley Bank waren, die froh sind, dass sie da jetzt nochmal rausgepaukt wurden, die haben jetzt Konten bei JP Morgan und Co. eröffnet. Teilweise wurde JP Morgan so dermaßen überrannt, dass die kaum noch neue Konten eröffnen konnten. Ja, und wie gesagt, gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Das ist nicht nur in der Politik, das ist eigentlich im Leben immer so. Und jetzt muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt. Fakt ist aber, es hatten ja viele befürchtet, wir bekommen eine neue Finanzkrise, wir bekommen einen neuen Börsencrash. Wir hatten auch kurzfristig Rücksetzer, insbesondere auch Bankaktien hat es sehr stark zum Teil erwischt. Generell muss man aber sagen, aufgrund dieser in Anführungszeichen Lösungen, die gefunden wurden, ja, hat sich das Ganze jetzt schnell wieder entspannt, sollte sich weiter entspannen, und insbesondere Risikoassets, und man sieht das ja auch schon beim Bitcoin und anderen Kryptowährungen, aber natürlich auch Technologieaktien, die dürften von dieser Situation, die jetzt eingetreten ist, sogar profitieren. Denn aufgrund dieser starken Zinserhöhung und Quantitative Easing ist diese Situation ja überhaupt erst entstanden. Das heißt, die Fed muss jetzt, das, was ich im Podcast schon seit Wochen gesagt habe, tatsächlich vorsichtiger werden. Man hat quasi neben Zinserhöhung und Quantitative Tightening jetzt sogar ein Banken-QE im Prinzip ins Leben gerufen. Also man betreibt jetzt auf der einen Seite Tightening, auf der anderen Seite Easing. Totaler Schwachsinn eigentlich.
Und ja, man pumpt damit quasi wieder frisches Geld in den Markt. Und die Kryptos haben es, wenn man so will, mit als erstes erkannt. Der Bitcoin von unter 20.000 mittlerweile Richtung 25.000 gestiegen. Risikoassets wie Technologieaktien haben auch einen Boden gefunden. Und generell bin ich der Meinung, das, was ich im Podcast zuletzt auch schon gesagt habe, dass jetzt diese Phase der Zinserhöhung und des hawkischen Fed langsam ohnehin ausgelaufen wäre. Ich bin allerdings nicht der Meinung, dass wir in diesem Jahr unbedingt schon Zinssenkungen bekommen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so gut, denn das würde darauf hindeuten, dass wir doch größere Probleme noch haben. Aber die Federal Reserve wird auf jeden Fall diesen aggressiven Zinserhöhungskurs, so wie er vielleicht auch weiter geplant war, nicht mehr fortführen können. Sie wird die Zinsen versuchen, oben zu behalten. Sie wird aber wahrscheinlich quantitativ Tightening sogar noch schneller beenden, als ich im Podcast gedacht hatte, wo ich immer gesagt habe, gegen Jahresende kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das wird wahrscheinlich jetzt vorzeitig passieren und damit hat der Markt zwar immer noch Gegenwind, aber nicht so starken Gegenwind wie zuvor. Und auf mittlere Sicht, wenn man das Ganze 12, 18 Monate in die Zukunft schaut, wird er wahrscheinlich auch wieder Rückenwind bekommen, eben durch Notenbanken, die dann auch wieder Geld drucken müssen. Ja, alles in allem eine sehr spannende Situation. Wieder einmal an den Märkten, durch die man durchkommen musste. Wir haben das unter anderem bei mir im TAX-Service sehr gut geschafft, aber auch die Podcast-Hörer werden wissen, dass ich da mit meinen Markteinschätzungen nicht so besonders falsch lag. Generell Bankaktien sind ohnehin nicht so mein großes Thema, deswegen haben wir da auch keine Verluste in dem Bereich. Man kann natürlich mit solchen Aktien teilweise sehr gut zocken, das sollten aber nur sehr, sehr erfahrene Trader machen. Ansonsten ist jetzt eine gute Zeit gekommen, spätestens jetzt eine gute Zeit gekommen, sich eine Liste zu machen mit Aktien interessanter Unternehmen, beispielsweise aus dem Tech-Sektor, und die dann auf die Watchlist packen und dann gezielt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten hier kaufen, sich langsam gezielt einkaufen zu relativ günstigen Kursen. Und ich bin relativ überzeugt davon, dass wir in 2, 3, vielleicht auch 4 Jahren deutlich höhere Kurse sehen. Bei den Kryptos hat das Ganze vielleicht sogar schon begonnen. Die reagieren ja immer etwas schneller. Und dementsprechend glaube ich, dass diese Krise, die wir jetzt kurzfristig bekommen haben, sogar eine gute Chance sein kann, weil ja durch eben diese restriktive Geldpolitik langsam aber sicher zu Ende gehen muss und damit der Bärenmarkt fast vorbei ist. Ich hatte zuvor im Tag angekündigt, dass der Bärenmarkt meistens, wenn er seinem Ende entgegengeht, nochmal richtig volatil wird. Das haben wir jetzt zuletzt gesehen. Insofern eine gewisse Beruhigung würde mich kurzfristig nicht wundern. Und dann, wie gesagt, wird es nochmal Rückschläge auch geben. Vielleicht testen wir die zuletzt gesehenen Tiefs da im Bereich 11.800 an der Nasdaq noch 2, 3 Mal. Aber generell ist jetzt die Zeit gekommen, wo man, wie gesagt, langsam aber sicher in den Markt hineingehen sollte. Und Crash-Propheten, die jetzt den Untergang des Abendlandes wieder vorhersagen, die werden höchstwahrscheinlich wieder falsch liegen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ein etwas längeres Video. Ich hoffe, es war alles verständlich erklärt. Wenn noch Rückfragen sind, können die gerne hier gestellt werden. Beantworte ich wie immer. Und ansonsten freue ich mich natürlich über jeden neuen Abonnenten und natürlich über jedes Like. Und lasst den Kanal weiter wachsen. Und in diesem Sinne sage ich für heute Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.